Ja, ihr Lieben, und damit wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf diesem Kanal. Ja, wie ihr sehen könnt, schauen wir uns heute mal wieder eine VR-Erfahrung an. Das Ganze hat diesmal nichts mit Mixed Reality zu tun, sondern wir spielen ein Spiel bzw. eine App, wo wir verschiedene Orte auf der Welt bereisen können. Ich hoffe, tontechnisch ist das jetzt okay. Ich kann ja leider hier den Spielsound nicht herunterregeln und weil hier so ein bisschen Wind pfeift, hoffe ich trotzdem, dass ihr mich ordentlich verstehen könnt. Diese App bzw. dieses Spiel heißt Brink Traveler. Und ja, wir werden einfach mal ein paar Orte bereisen. Ich werde euch das Ganze mal zeigen. Und ich kann euch schon sagen, ich finde das Ganze wirklich ziemlich großartig. Sieht richtig, richtig gut gemacht aus, wie ihr hier schon sehen könnt. Man hat auch haptisches Feedback. Wir werden nachher mal so einen Ort bereisen. Da kann man über die Steine drüber streicheln. Hat dann auch so, wie gesagt, ein haptisches Feedback. Innerhalb der Controller kann sich auf den Maps hier mit dem Kompass verschiedene Orte anschauen und auch erklären lassen, wenn man das möchte. Ich habe jetzt den virtuellen Reiseführer in den Optionen ausgestellt, damit uns die Tante ja nicht die ganze Zeit irgendwas vollschwabelt. Man kann ein Bild machen, indem man einfach die Hände so hält und hat dann praktisch, ja, das Bild hier einfach erzeugt. Ziemlich coole Geschichte. Ja, man kann das Ganze ja auch wegschubsen oder wieder ranholen. Das ist ziemlich cool gemacht. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, aber man kann natürlich nicht nur fix und fest an solchen Orten hier rumstehen, sondern sich auch so ein bisschen teleportieren an dem dafür vorgesehenen Bereich. Wir können mal hier so ein bisschen Richtung Klippe uns porten und dann könnt ihr nicht nur mit dem linken Stick euch quasi fortbewegen, sondern ihr könnt auch innerhalb eures ja festgelegten Spielbereiches dann herumlaufen, so wie ich das jetzt hier mache. Und könnt dann todesmutig hier einfach mal herunterschauen. Das sieht richtig krass aus und wirkt natürlich in VR auch ziemlich beeindruckend. Ja? Und je größer euer Playspace ist, den ihr natürlich zu Hause habt, desto mehr könnt ihr euch dann auch selber hier bewegen und halt nicht über den Stick. Das finde ich tatsächlich ziemlich cool. Und da unten können wir sehen, ja, da fährt ein Boot, ne? Dann nehmen wir mal den Stein und schmeißen den mal runter. Ziemlich coole Sache. Um ehrlich zu sein, habe ich gar nicht gewusst, dass das geht. Ich habe es einfach mal versucht. Das finde ich richtig krass. So, hier haben wir noch welche. Mal ein bisschen aufräumen hier, ne? Wie das da aussieht. Ja, also, das ist Brink Traveler. Ziemlich cooles Spiel eigentlich, oder beziehungsweise ziemlich coole App. Ja, sicherlich eine Geschichte, die man nicht jeden Tag oder oft spielen wird, ist aber nicht ganz so teuer, kostet 10 Euro. Kann man sich auf jeden Fall mal holen. Vor allem kann man das mal anderen Leuten zeigen, die vielleicht noch nicht so viel mit VR zu tun hatten, denn hier wird einem nicht wirklich schlecht, da man ja relativ viel steht und sich das Ganze nur angucken kann. Und das ist einfach auch mal eine coole Variante oder eine coole Möglichkeit, anderen Leuten vielleicht mal VR ein bisschen näher zu bringen. So, jetzt drücken wir einfach mal hier auf dem linken Controller auf die Optionstaste. Dann kommen wir quasi hier in dieses Bildermenü, wo wir uns verschiedene Orte aussuchen können. Normalerweise läuft hier noch hinterlegt Musik, auch die habe ich natürlich abgestellt. Ja, jetzt standen wir auf dem Felsen, dann gehen wir mal noch nach Neuseeland, reisen dahin. Die ganzen Orte, die ihr hier bereisen könnt, die müsst ihr euch stellenweise herunterladen, kosten allerdings keinen Cent. Das ist auch eine richtig tolle Geschichte und auch hier in Neuseeland, das sieht richtig, richtig schön aus. Hier schneit sogar. Einfach nur grandios. Finde ich sau, sau stark. Alles sehr, sehr schön gemacht. Wie gesagt, in dem vorgefertigten Bereich. Hier sehen wir die roten Linien. Das ist da, wo man sich halt quasi bewegen kann. Dann kann man hier... Hier merkt man, wenn man über den Stein drüber streichelt so ein bisschen. Auch hier kann man so drüber gehen. Gibt es halt tatsächlich haptisches Feedback. Finde ich ziemlich cool gemacht. Ja, tolle Geschichte. Und so kann man eben mal Orte bereisen, die man eben sonst so wahrscheinlich nie erreichen wird oder wo man nie hinkommt. Und das ist einfach eine ziemlich, ja, coole Geschichte. Also, Neuseeland haben wir uns angeschaut. Dann würde ich sagen, wo gehen wir denn jetzt hin? Oh, hier. Ja, wir gehen mal nach Navaccio. Ab nach Griechenland, ins Warme, ans Wasser. Ein bisschen Urlaub. Ja, jetzt wird es natürlich so sein, dass ihr mich wahrscheinlich etwas schlechter versteht. Durch den Wind hier. Ich versuche jetzt einfach mal ein bisschen lauter zu reden. Ja, kann das Ganze halt leider nicht nachregeln. Ist ja alles original auf der Quest 3 aufgenommen. Das kennt ihr ja schon.
ist ziemlich beeindruckend hier mit diesen enorm hohen Felswand. Da oben kann man sogar ein Flugzeug sehen. Grandios, wenn hier mal was runterfällt, Junge, da möchte ich da nicht liegen. Alter Schwede. Mal gucken, ob wir hier. Man kann tatsächlich auch hier so ein bisschen anfassen über den oder auf dem Untergrund, auf den Sand, wie das eigentlich sein soll. Hat man auch so ein bisschen haptisches Feedback. Toll gemacht. Ja, das ist Navaccio, ne? Schöne Bucht hier. Hier kann man liegen, ne? Ganz alleine und keiner da. Wunderbar. So, dann gehen wir mal weiter. Was haben wir denn noch? The Wave. Dann haben wir noch hier den einsamen Kieferngipfel. Das ist ein neuer Ort, den müssen wir wahrscheinlich erst downloaden. Genau, dann geht ihr einfach drauf, ladet den runter. Dann könnt ihr einfach weitermachen. Ihr merkt schon, das Ganze ruckelt dann mal so ein bisschen, logischerweise, wenn es halt downloadet. Ne? Gehen wir mal hier hin. Feinstes Steering gerade. Mega geil. Man sollte halt nicht runterladen, wenn man sowas zeigt oder spielt. Ja, und das hier ist tatsächlich einer der ersten Orte in diesem Spiel, die mich echt nachhaltig beeindruckt haben, weil man einfach nicht ja so in der Weite steht oder in die Weite schauen kann, sondern das hat schon so ein bisschen was ja, klaustrophobisches. Wahnsinn. Ziemlich, ziemlich geile Sache. Und hier war tatsächlich, das war tatsächlich so eine Sache, wo ich das erste Mal das haptische Feedback so mitbekommen habe. Hier kann man über die Steine so drüber streicheln. Das ist richtig, richtig schön. Richtig gut gemacht. Wunderbar. Sieht halt sehr, sehr beeindruckend aus hier, weil das alles relativ eng und kompakt ist. Hier kann man sich noch ein bisschen ja, vorporten, hier nochmal so ein bisschen drüber streicheln. Oder man läuft einfach mal selber so ein Stückchen hier lang in seinem, wie gesagt, vorgefertigten Bereich. Ja, Totenstille hier, außer der Henry, der erzählt, ne? Wundervoll. Ja, eine der ersten Karten, die mich wirklich sehr beeindrucken hier. Bloß gucken, wo ich bin. Dadurch, dass ich jetzt kein Mixed Reality spiele, ist für mich immer schwierig nachzuvollziehen, wo ich hier im Raum stehe. Wie weit das nach oben geht, ne? Krasse Geschichte. Man muss sich mal vorstellen, wenn man hier vielleicht selber durchlaufen könnte, ne? Das alles entdecken könnte, ohne diesen festgelegten Bereich, das wäre natürlich grandios. Sehr, sehr schöne Geschichte hier. Ich würde es euch wirklich mal empfehlen. Schaut euch die App an. Kauft sie euch, guckt sie euch an. Zeigt es anderen Leuten mal. Ihr seht, da gibt es noch so viele Orte, die man bereisen kann. Wir gehen nochmal nach Mount Sunday. Das war auch so eine Geschichte, die ich noch heruntergeladen hatte. Alle habe ich noch nicht. Auch das sieht einfach nur famos aus hier. Auch hier pfeift so ein bisschen der Wind im Hintergrund. Ne? Hier unten wird es erstmal alles noch nachgerendert. Das wird dann irgendwann scharf. Schöne Aussicht hier. Schöner blauer Himmel, schöne Wolken. Oh, herrlich frische Luft, oder? Wenn man jetzt noch das Fenster aufmacht neben einem, könnte man denken, man steht wirklich hier. Traumhaft. Ja, und das ist Brink Traveler, ne? Euer virtueller Reiseführer, würde ich sagen. So, jetzt schauen wir mal, was hatten wir uns. Glaube. Den hatte ich noch runtergeladen, genau. Den schauen wir uns jetzt mal noch an als letzten Ort. Als ersten kleinen Einblick. Ich würde euch tatsächlich empfehlen, wenn ihr dieses Spiel spielt, standardmäßig ist ja der Reiseführer eingestellt. Den würde ich an eurer Stelle auch nutzen, einfach damit man sich mal so ein bisschen was erzählen lassen kann und zuhören kann. Und das Schöne ist, wenn ihr den Kompass aufmacht, also rechte Hand drehen, dann drückt ihr die Grip-Taste, könnt ihr noch verschiedene Sachen hier auf den Maps entdecken, was euch dann noch erzählt wird. Da könnt ihr so sogenannte Sehenswürdigkeiten sammeln. Davon gibt es meistens 2-3 Stück pro Map, die ihr besuchen könnt. Also auch da, ja, gibt es halt verschiedene Dinge, die man sich da eben noch erklären und zeigen lassen kann. Ja, schön wäre wirklich mal so ein Spiel, wo man sich da frei bewegen könnte. Das finde ich tatsächlich ziemlich nice. Vielleicht kommt sowas irgendwann nochmal. So, und dann stehen wir auch schon hier unten. Es gibt also manchmal nicht nur diese Sammelkarten, sondern auch noch ein neues Fleckchen, wo man sich dann hinporten kann, wo man sich nochmal umschauen kann.
Und ja, so sieht das Ganze dann aus hier im Wind Traveler. Und ich würde sagen, das soll vielleicht erstmal als erster kleiner Eindruck reichen. Ich bin jetzt mal gespannt auf eure Meinungen, auf eure Kommentare, was ihr von Brink Traveler haltet. Habt ihr das selber schon gespielt? Kennt ihr das noch gar nicht? Gefällt es euch nicht? Schreibt es, wie gesagt, gerne mal in die Kommentare. Drückt das Däumchen für die Folge. Lasst mal ein Abo dafür meinen Kanal. Aktuell sind wir schon bei 378 Abonnenten. Vielen Dank dafür. Nicht nur für eure Abos, ja, sondern auch für eure Kommentare. Es ist wirklich schön auf dem Kanal. Sehr viele nette Leute, mit denen man sich unterhalten kann. Sehr, sehr toll. Macht bitte weiter so. Und ja, ich freue mich, dass ihr wieder reingeschaut habt. Sage erstmal ciao, ciao, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Macht's gut.